Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch heute geht es wieder um einen Cold Case, und zwar um den Fall der damals 10-jährigen Martina Möller aus Neukirchen-Vlünn vom 20. Mai 1986. Also das war der Tattag. Diesen Fall hatte ich ja im gestrigen Video schon angekündigt. Dargestellt wurde dieser Fall ursprünglich in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 5. Dezember 1986. Und ich hatte ja schon gestern in dem Video von Bärbel Werner gesagt, der wurde ja am 9.12.2020 dargestellt, der Fall, dass es vermehrt die Vermutung gibt, dass diese beiden Fälle zusammenhängen können. Nur nochmal zur Erinnerung, der Fall von Bärbel Werner passierte kurz vor dem Ortseingang von Kamp Lindfort am 8. Februar 1987. Das ist also eine Zeitspanne von maximal 3 Monaten. Und die Entfernung zwischen den beiden Städten beträgt gerade mal 10 Kilometer. Einem Forum konnte ich entnehmen, dass damals, als die Tat von Bärbel Werner passierte, man nicht davon ausging, dass zu einer anderen Tat ein Zusammenhang bestehen könnte. Das scheint sich mittlerweile geändert zu haben. Der Fall von Martina Möller wurde übrigens ein zweites Mal bei Aktenzeichen Y dargestellt. Und zwar einmal, wie gesagt, 5.12.1986 und dann in der Spezialsendung Cold Cases vom 4. November 2020. Also praktisch eine Sendung, bevor die Darstellung des Falls von Bärbel Werner erfolgte. Ich denke mal, dass man sich da bei Aktenzeichen Y auch was gedacht hat. Und ich beziehe mich jetzt in der Darstellung des Falles auf die Sendung vom 4.11.2020, weil dort dann auch ein paar bereits erfolgte Ermittlungen eingeflossen sind. Wenn ihr im Hintergrund irgendwas hört, es ist Simba. Simba möchte ein bisschen spielen. Aber fangen wir mit der Darstellung an. Martina ist 10 Jahre alt und geht in die 3. Klasse. Sie ist das jüngste Kind einer Großfamilie mit insgesamt 11 Kindern. Obwohl sie viele Geschwister hat, ist sie oft alleine unterwegs. Anscheinend scheint ihr das zu gefallen. Es wird auf jeden Fall mal so kurz in der Sendung erwähnt, dass sie auch gerne alleine spazieren geht. Und in der Darstellung des Falls wird irgendwie ein großer Fokus auf den Bruder von Martina gelegt. Dieser heißt zumindest auch in beiden Darstellungen, in der alten Darstellung, der neuen Darstellung, Andreas und ist 21 Jahre alt. Er ist vor 3 Jahren, also im Alter von 18 Jahren, ausgezogen und hat sich eine eigene Wohnung genommen, die nur wenige 100 Meter, ich glaube das waren 400 Meter, so wurde es auf jeden Fall in der ursprünglichen Darstellung gesagt, von seinem Elternhaus entfernt liegt. Allerdings hat er zu seiner Familie nur noch wenig Kontakt, da es wohl öfter mal zu Streitigkeiten mit den Eltern kommt. So wird es auf jeden Fall in der Darstellung erzählt. Am Tattag, dem 20. Mai 1986, das ist der Dienstag nach Pfingsten. Die Kinder haben an diesem Tag noch Schulferien. Martinas Vater arbeitet bei einer Baufirma und ist an diesem Tag arbeiten. Und gegen 15 Uhr fahren dann auch Martinas Mutter und eine ihrer älteren Schwestern weg, da sie beide bei einer Reinigungsfirma in Uerdingen arbeiten. Was dann passierte, ist bis heute ein Rätsel. Denn gegen 15.30 Uhr verlässt Martina alleine, worum sie geht und wohin sie will, ist nicht bekannt, das Haus. Und das wird in beiden Darstellungen von Aktenzeichen Y sehr ähnlich dargestellt. Und in beiden Fällen verlässt Martina das Grundstück und ihr älterer Bruder, mit dem sie zu Hause ist, fragt, wo sie denn hin möchte. Und in beiden Darstellungen reagiert Martina nicht auf diese Frage, sondern geht einfach weiter. Um etwa 19.30 Uhr kommt dann Martinas Mutter nach Hause. Und der Vater, der mittlerweile von seiner Arbeit zurück ist, fragt dann die Mutter direkt, ob sie weiß, wo Martina ist. Denn sie ist nicht zu Hause. Die Eltern beginnen sich sofort Sorgen zu machen aufgrund der Uhrzeit, zu der sie normalerweise schon längst zurück ist. Die Familie beginnt zu suchen und eine der Schwestern
kommt bei der Suche an dem Bolzplatz vorbei, wo der Bruder Andreas Fußball spielt. In der Darstellung geht dieser dann davon aus, dass Martina nur die Zeit vergessen hat, da sie ja auch immer gerne alleine spazieren geht und spielt dann mit seinen Freunden weiter Fußball. Seine Schwester sagt ihm aber, dass es nicht normal ist, da Martina ansonsten immer pünktlich zu Hause ist und sie schon 2 Stunden überfällig ist. Da Martina nicht zu finden ist aufgrund der Suchaktion der Familie, benachrichtigt die Familie dann um 22.30 Uhr die Polizei. Aber auch eine große Suchaktion der Polizei in der Nacht bringt keinen weiteren Erfolg. Und auch am nächsten Tag sucht die Familie weiter. Der Sohn Andreas trifft dann seine Schwester bei der Suche und fragt, ob Martina bereits aufgetaucht ist. Und als diese ihm die Situation schildert, dass Martina immer noch verschwunden ist und bereits die Polizei informiert wurde und auch deren Suche keinen Erfolg brachte, sagte er, dass sie ihn informieren sollen, wenn es Neuigkeiten gibt. Und in den nächsten 2 Stunden sucht Andreas dann die Gegend auf eigene Faust ab. Und er findet sie dann schließlich, tot in einem Gebüsch, am Weimannsweg, in einem Feldweg, südlich der Autobahnauffahrt, circa 2 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Das Elternhaus der Familie lag oder liegt an der Krefelder Straße. Martina wurde missbraucht und ermordet. Und wahrscheinlich lebte Martina noch, als sie von dem Täter in das Gebüsch gebracht wurde. So wie es dann später dargestellt wurde, wurde sie dann auch gefesselt aufgefunden. Andreas suchte dann in der Nähe der Fundstelle nach Hilfe und ließ dann, sobald er diese gefunden hatte, die Polizei alarmieren. Noch am gleichen Abend hat dann die Kripo Duisburg eine 30-köpfige Mordkommission eingerichtet. Und am Anfang geriet Andreas selber in den Fokus der Ermittlungen. Die Polizei fragte in der Darstellung, wie er denn auf die Idee kam, die ganze Strecke bis zu dem Fundort zu fahren und genau dort nach ihr zu suchen. Also ich muss diese Frage jetzt als ein bisschen merkwürdig darstellen, weil wenn man sich das einmal auf der Karte anguckt, ist er praktisch vom Elternhaus circa 2 Kilometer gerade die Krefelder Straße runtergefahren und dann abgebogen zu der Stelle, zu dem Gebüsch, wo er sie dann gefunden hat. Und in beiden Darstellungen, also in der von 1986 und auch in der Darstellung von 2020, wird es so dargestellt, dass er, so wie es aussieht, wirklich durch Zufall, genau an diesem Punkt anhält, um etwas zu trinken, was er sich mitgenommen hat. So, wahrscheinlich ist diese Stelle dann praktisch, ich würde mal sagen, ja, es wirkt vielleicht irgendwie so als so eine Art Stelle, wo man dann einfach mal anhalten kann. Dort hat er dann etwas getrunken und in der Darstellung von 2020 war es dann so, als wenn er, als er dort steht, praktisch 2 blaue Müllsäcke gesehen hat, die so wohl in der Straßennähe waren. So. Und da er auf der Suche nach seiner Schwester war, ist er dann ein paar Schritte weitergegangen und hat dann dementsprechend kurz sich diese Beutel angeschaut und ist dann noch ein paar Schritte weiter gegangen und hat dann dementsprechend dort seine Schwester gefunden. Also, dass er diesen Weg da gefahren ist, ist für mich vollkommen logisch. So, und er gab dann in dieser Darstellung der Vernehmung an, dass schon überall nach ihr gesucht wurde und er auch schon irgendwie bereits befürchtet hatte, dass ihr jemand etwas angetan hat und deswegen ist er wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen weiter rumgefahren und vielleicht wusste er auch so, in welcher Region oder in welchem Bereich Martina denn ihre Spaziergänge gerne unternimmt und vielleicht wusste das der Rest der Familie nicht, weil es wurde schon so ein bisschen dargestellt, als wenn die Martina ein ganz gutes Verhältnis zu ihrem Bruder hat. Dann wird er noch gefragt, ob er dieses Gebüsch kannte und schon vorher einmal dort war. Aber er verneint dies. Und später kann er dann durch die Freunde, mit denen er zusammen war
und Fußball gespielt hat, auch entlastet werden. So, und zwei Tage später meldet sich dann bei der Polizei eine wichtige Zeugin. Diese gibt an, Martina am Tag des Verschwindens noch gesehen zu haben. Und zwar zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war Martina alleine unterwegs und die Zeugin hat sie angesprochen, was sie denn noch alleine unterwegs macht und ob sie nicht eigentlich zu Hause sein müsste. Und Martina sagt, dass sie jetzt auch nach Hause geht. Die Zeugin sieht dann noch, wie Martina von einem Mann angesprochen wird, der dazu aus seinem Auto aussteigt. Die Zeugin sagt zu Martina, dass sie nach Hause gehen soll. Und laut der Darstellung wird die Zeugin dann von der Mutter reingerufen, da sie ihr schnell etwas helfen soll. Sie sieht dann noch, wie Martina weitergeht, der Mann sich wieder in sein Auto setzt und wegfährt. Die Zeugin beschreibt dieses Fahrzeug als grünes Fahrzeug, kann aber keine weiteren Angaben dazu machen. Aber auch anderen Zeugen ist an diesem Tag ein unbekanntes grünes Fahrzeug an diesem Tag aufgefallen. Und es meldet sich noch eine weitere junge Zeugin. Sie hat eine Straße mit ihrem Fahrrad überquert und hat gesehen, dass dort Martina mit einem Mann, der ein Schnurrbart hatte, stand. Dieser hatte mit Martina geredet und Martina hörte zu. Sie konnte aufgrund der Situation nicht sagen, ob Martina den Mann kannte. Die Zeugin ging dann davon aus, dass Martina sie nicht gesehen hat und ging daraufhin weiter. Dies soll sich gegen 16 Uhr ereignet haben. Das machte die Polizei dann aber ein bisschen stutzig, weil das ja schon kurz nach dem Verschwinden war oder nachdem Martina da weggegangen ist war und die andere Zeugin sie ja deutlich später gesehen hat. Der Vater dieser Zeugin bestätigt diese Zeit aber, da seine Tochter gegen 16.15 Uhr wieder zu Hause war. Und auch die andere Zeugin hatte ausgesagt, dass der Mann mit dem Auto ein Schnurrbart hatte. Die Polizei ging aufgrund dessen davon aus, dass der Täter an diesem Tag Martina mehrfach angesprochen hat. Es konnte damals ein Phantombild erstellt werden, welches auch in der Sendung vom Dezember 1986 gezeigt wurde. Das habe ich euch jetzt hier einmal eingeblendet, aber bis heute ist der Fall ungeklärt. So, das war jetzt die filmische Darstellung und jetzt kommt die Kommissarin natürlich ins Studio und berichtet noch etwas sehr Interessantes. Und zwar 3 Jahre später, im Dezember 1989, wurde genau gegenüber von dem Fundort von Martina erneut ein 11-jähriges Mädchen tot aufgefunden. Auch dieses Mädchen wurde sexuell missbraucht und erwürgt. Diese Tat wurde von einem 28-jährigen Mann aus Essen gestanden und dieser ist in Haft. Der Polizei sagte er bei der Vernehmung, dass er mit der Tat an Martina nichts zu tun hat. Die Polizei konnte auch keine Spuren finden, die ihn mit der Tat an Martina in Verbindung bringen. Dann wurden noch Angaben zu dem Fahrzeug gemacht. Da soll es sich um einen grünen Ford Granada oder Opel Rekord oder Commodore gehandelt haben oder ein ähnliches Fahrzeug. In der Sendung von 1986 war dann auch noch ein Ford Taunus im Gespräch. Es wurden der Polizei zwar Fragmente des Kennzeichens genannt, diese konnten aber nicht verifiziert werden. Und die Polizei geht aufgrund des Ablageortes davon aus, dass der Täter Ortskenntnisse hatte und aus der Nähe kommt. So, und dann habe ich mir natürlich nochmal die ursprüngliche Sendung angeschaut, aus dem Dezember 1986. Und natürlich gibt es da auch wieder ein paar kleine Unterschiede. Und in dieser Darstellung wird davon gesprochen, dass der älteste Bruder, also wahrscheinlich der älteste Bruder, der da im Haus lebt, Bergmann ist und er, die Mutter und eine der Töchter, jeden Tag gegen 15 Uhr mit dem Auto zur Arbeit fährt. In der neueren Darstellung fuhr die Mutter dann selber mit dem Auto zur Arbeit. Und in dieser alten Darstellung wird nur von einer Zeugin gesprochen, die Martina gegen 19 Uhr noch einmal gesehen hat. Von der Zeugin, die Martina um 16 Uhr gesehen hat, wurde nichts gesagt. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwie diese Zeugenaussage natürlich später erfolgt ist, nachdem
die Darstellung schon abgedreht wurde. Und auch in dieser alten Darstellung wurde von dem 21-jährigen Bruder Andreas gesprochen. Dort wird erwähnt, dass Martina auf dem Nachhauseweg an dem Haus, in dem dieser wohnte, vorbeigekommen sein muss. Und zu diesem Zeitpunkt hielt sich Andreas vor dem Haus auf und sieht aber seine Schwester nicht. In der neueren Darstellung gibt es diese Szene in etwas veränderter Darstellung. Und zwar sitzt Andreas da auch vor dem Haus und schraubt auch wie in der alten Darstellung an seinem Fahrrad, aber in diesem Fall dann mit Freunden. Und im Hintergrund wird dann der grüne Wagen gezeigt, der dort in der Gegend herumfährt. Also diese Darstellung kann man dann nur so deuten, als wenn gesagt wird, kurz bevor praktisch Martina an dem Haus von ihrem Bruder vorbeikommt, dass sie dann in dieses Auto gestiegen ist oder in dieses Auto verbracht wurde. Dann wird noch in der alten Darstellung von einem anderen Zeugen gesprochen, der das Fahrzeug dann eine halbe Stunde später, also gegen 19.30 Uhr, nochmal gesehen haben will. Dabei handelt es sich um einen Radfahrer, der südlich von Neukirchen-Flünen einen Wirtschaftsweg entlang fährt. Und das ist dieser Weg, an dem dann auch später Martina gefunden wurde. Der Zeuge kann nicht sagen, ob sich in dem Auto auch Martina befunden hat. Und dieser Zeuge wurde dann dementsprechend in der neuen Darstellung nicht mehr erwähnt. Vielleicht hat sich ja dann später herausgestellt, dass der Zeuge sich vertan hat oder wie auch immer. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen hat man ihn nicht mehr erwähnt. So, in weiteren Zeitungsartikeln konnte ich zu dem Fall jetzt nicht sonderlich mehr zu dem Fall von Martina Möller finden. So, und dann kommen wir mal zu dieser Verbindung, die sich zu dem Fall von Bärbel Werner ergeben soll. Ich sehe da jetzt nicht so viele Überschneidungspunkte. Zwar einmal das Alter der Opfer und die Tatausführung. Und zwar, dass Martina war noch ein Kind und die Bärbel war eine Frau. Martina wurde missbraucht und erwürgt. Bärbel wurde nicht missbraucht, sondern erschlagen. Und da sah es aus wie eine Übertötung. Und die Tat an Martina fand am Tag statt und die Tat an Bärbel in der Nacht. Da sehe ich eher einen Zusammenhang zu der Tat an der Elfjährigen, die auf der gegenüberliegenden Seite 3 Jahre später gefunden wurde. Und bei dem Mädchen handelt es sich um die 11-jährige Nicole Höfelmann. Der Täter war ein Hausmeister mit dem Namen Winfried L., zudem 8 weitere Sexualstraftaten nachgewiesen werden konnten. Und dieser wurde verurteilt. Und trotz Übereinstimmung, auch mit dem Verhandlungsfoto anscheinend, und der Statur sowie Parallelen in der Tatausführung, kam es eben zu keiner Verurteilung im Fall von Martina Möller. Also ich habe mal ganz kurz anrecherchiert, ob ich zu dem Fall von Nicole Höfelmann genügend Material für ein Video finde. Ich muss da mal schauen, ein bisschen Material habe ich gefunden. Wenn das irgendwie für ein Video reicht, mache ich noch ein Video dazu in den nächsten Tagen. So, dann wird noch so ein Verdacht geäußert, ob der Fall vielleicht mit dem Mord am 10-jährigen Mirko in Verbindung gebracht werden könnte. Und zwar war der Fundort von Mirko und von Martina circa 15 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Und auch in diesem Fall wurde ein Täter ermittelt, der heißt Olaf H. Und zu diesem Fall habe ich noch jede Menge Material gefunden. Aber damit das Video von der Länge her nicht, dieses Video hier von der Länge nicht gesprengt wird, gibt es dann morgen dazu ein Video. So, das war es erstmal mit der Darstellung zu diesem Fall. Also ich weiß, dass es zu diesem Fall von Martina Möller schon Videos von YouTube Crime gibt. Aber ich wollte jetzt einfach mal
diese ganzen Fälle zusammen aufarbeiten und auch hintereinander bringen. Eben den Fall von Bärbel Werner, den ihr gestern gesehen habt. Heute den Fall von Martina Möller. Dann morgen den gelösten Fall von Mirko. Ob er damit zusammenhängt, stelle ich jetzt mal ein bisschen in Frage. Aber wenn eine leichte Vermutung da ist und war jetzt ja auch in der Nähe dort, dachte ich mir, mache ich dann auch nochmal ein Video dazu. Und ich schaue eben, ob ich noch genügend Material von Nicole Höfemann zusammenbekomme. Dann wird es zu dem Fall wahrscheinlich am Donnerstag ein Video geben. Also eigentlich waren ganz andere Videos geplant, aber nachdem ich mit dem Fall von Bärbel Werner angefangen bin und eins ins andere spielte, haben diese Videos jetzt erst einmal Vorrang. Gut, dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Video. Und tschüss.